Liebe Zuschauer, heute stelle ich euch Escape Room, und zwar die Erweiterung Red Bears Gold vor. Spoilerfrei. Bis gleich. Schon wieder ein Escape Room Spiel, wird der eine oder andere denken. Jetzt schon wieder ein Video, Jörg. Ja, findest du überhaupt mal ein Ende? Nein, noch nicht, weil die Boxen, die Erweiterung, die möchte ich euch noch vorstellen, weil ich bin nach wie vor fasziniert. Ich wiederhole mich da, was die Titel und was die Spiele angeht. Das ist in dem Fall die Grundbox. Die braucht ihr nämlich, um die Erweiterung zu spielen. In der Grundbox ist ein Decoder. Da stecken auch 4 Fälle drin. Ich habe die Box, glaube ich, schon 100-mal empfohlen. Die ist richtig cool. Die richtet sich an alle, die gern kooperativ rätseln, auch thematisch wirklich was erleben wollen in dem Fall. Es sind einmalige Fälle und es geht so in die Exit-Richtung in dem Fall. Es gibt ja viele Bereiche und Escape ist ja ein weiteres Spiel in dem Fall, auch was diese Serie angeht. Das Ganze ist, wie gesagt, erschienen bei Noris. Und diese Box, die habe ich euch schon vorgestellt, da rätselt ihr 60 Minuten. Es ist einmalig, ihr zerschnippelt teilweise das Material, ihr beschriftet es. Das Gute bei Noris, ihr könnt es austauschen, ihr bekommt da Druckvorlagen, da könnt ihr das Material ausdrucken. Teilweise braucht ihr natürlich einen Farbkopierer oder Farbdrucker, so muss ich sagen, und könnt es dann auf jeden Fall eintüten und weitergeben, weil wenn ihr den Fall kennt, letztendlich dann spielt ihr den natürlich nicht gleich noch einmal, aber ihr könnt ihn dann durchaus weitergeben. Wie gesagt, in der Grundbox, da steckt der Decoder und da stecken 4 Fälle und die habe ich euch schon vorgestellt, etliche Erweiterungen, und in diesem Teil, in diesem Video soll es natürlich um Redbirds Gold gehen, ausgezeichnet wieder oder angegeben ab 16, das kann ich nicht nachvollziehen, warum da immer ab 16 draufsteht, weil thematisch sind die jetzt wirklich nicht kritisch. Es gibt einen Fall, das geht um Zombies etc., aber ist nachvollziehbar. Aber hier, das ist ein Spiel, da kann man auch durchaus schreiben, ab 8 Jahre. Also durchaus ein Fall, wo ihr sagt, das würden wir auch gerne als Familien probieren. Sofern ihr natürlich diese Box habt. Das ist natürlich die Voraussetzung, beziehungsweise der Decoder. So, 2 bis 5 Spieler ist das Ganze letztendlich dann angegeben. Ja, wir haben gespielt zu zweit, recht flott, hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen, und 60 Minuten. Das heißt, es ist immer terminiert auf dem Zeitfenster, also maximal 60 Minuten. Ja, wenn die Zeit abgelaufen ist, das wird ja durch den Decoder bestimmt, kein Problem in dem Fall. Ihr könnt auf jeden Fall weiterspielen. Aber wir haben es dann doch in 45 Minuten gelöst. Ich glaube, richtig schnell waren wir den Bereich. Und das ist auch ein Escape-Spiel, wo ihr durchaus mit Kindern am Tisch spielen könnt. Es hat Spaß gemacht. Ich kann jetzt euch natürlich nicht allzu viele Hinweise geben, aber es geht natürlich um Gold, um Piraten natürlich, um sprechende Papageien, die hier eine Rolle spielen. Richtig toll gemacht. Ja, das Innovative hat jetzt gefehlt. Ich lege ja da immer ein bisschen Wert auf die Besonderheiten. Aber es hat echt Spaß gemacht. War auch nicht so schwer, wie es ein Schwierigkeitsgrad. 2 von 5 Sternen ist angegeben. Also durchaus ein lockerer Fall, den er nachmittags durchaus auch mal zu zweit lösen könnte. Ich glaube, wenn er das in größere Gruppe spielt, ist ja angegeben bis 5 Spieler, dann seid er wahrscheinlich in 30 Minuten durch. Das nur mal als Hinweis. Die 3 Umschläge, die immer dabei fügen, die führen ja durch die einzelnen Rätsel. Der erste war relativ easy, wenn man da ein bisschen Erfahrung hat mit Escape Room, da ist man da schnell durch. Der zweite war ein bisschen knifflig, da haben wir ein bisschen länger gebraucht, und der dritte, der ging rasend schnell und der war auch richtig toll gemacht. Das hat Spaß gemacht und das ist durchaus ein Fall, wo ich sage, oder eine Erweiterung, zu zweit lohnt sich die auf jeden Fall. Auch Solo, steht es gar nicht dabei, ja. 2 bis 5, also Solo auch, je nachdem, wenn ihr da gern rätselt. Aber da würde ich eher sagen, mit 2 Spieler. Klar, mit mehr Spielern geht es dann schnell. Halbe Stunde, dann seid ihr halt schon durch. Insgesamt ein guter Fall. Ein einfacher Fall ist auch angegeben, nicht so schwer. Durchaus ein Fall, wo man sagt, als Einstieg, wenn ich hier die Grundbox sehe, da gibt es ja 4 Fälle. Da sind ja 2 durchaus als Einstieg angegeben, mit 2 von 5 Sternen. Die fand ich übrigens schwieriger als diese hier. Nur mal als Vergleich in dem Fall. Aber preislich, die kostet auch gar nicht mehr so viel mehr. Das Grundspiel kostet auch nicht mehr so viel, abhängig, wenn ihr das Video natürlich schaut. Und auch die Erweiterungen, die kosten auch nicht mehr so viel. Also ich kenne Bekannte, die haben sich alle Boxen geholt. Und deswegen stellen wir euch peu à peu auch die einzelnen Boxen vor. Wir haben da noch eine, glaube ich, liegen. Und dann sind wir quasi schon durch. Wenn es da was Neues gibt, dann zeigen wir euch das auf jeden Fall. Und ihr könnt ja schauen, parallel gibt es ja etliche Videos, was Escape Room angeht. Ihr müsst nur schauen, Noris, also kein Exit, sondern ein Escape Room, das Spiel. In dem Fall, die Box habe ich auch schon mal spoilerfrei vorgestellt, also ohne Hinweise in dem Fall.
Ja, und die kann ich absolut empfehlen. 16 steht drauf, das ist das Einzige, wo mich ein bisschen stört, weil, nee, ab 16 sind sie nicht. Viele schauen ja auf das Alter drauf. Jetzt ist bei mir in der Playlist ab 16 drinnen, denkt ihr, Mensch, Jörg, das ist ja auch was für den 8-Jährigen oder 10-Jährigen. Ja, auf jeden Fall, je nachdem, seht ihr es in der Beschreibung, beziehungsweise oben im Titel, also durchaus auch ein Spiel für Jüngere, auch wenn da 16 draufsteht. Das ist gut, dass ich das vielleicht nochmal sage, weil viele orientieren sich ja streng nach dem Alter. Also wenn ihr mittlerweile spielerfahren seid, dann könnt ihr auch ein bisschen in höhere Sphären dann hochgehen und müsst euch nicht unbedingt orientieren an 8, 10, 12 oder 16. Also so schlimm ist es nicht. Es ist thematisch natürlich, geht so ein bisschen Bereich Nuklear-Countdown etc., Virus etc. Ja, vielleicht ein bisschen dem Thema geschuldet, aber ihr spielt das Ganze ja kooperativ, da sind ja Erwachsene dabei und so schlimm ist das jetzt auch nicht. Und der Elias ist ja mit seinen 8 Jahren in dem Fall auch bei dem einen oder anderen Fall ja immer dabei gewesen, also das ist wirklich nicht tragisch. Das nochmal abschließend, wenn ihr euch das holen wollt, wie gesagt, ihr braucht das die Grundbox, wenn ihr euch das holen wollt, klar, könnt ihr gleich zuschlagen, gerne über die unten genannten Links, so viel zum Thema Werbung. Ihr unterstützt uns aber allerdings automatisch, ihr zahlt da nicht mehr. Das ist super, das machen sehr viele von euch mittlerweile. Also es wäre super, weitere Möglichkeiten zur Unterstützung findet ihr auch. Da haben auch schon einige mitgemacht. Gibt es ja auch Spielepakete und Tassen etc. Also könnt gerne mal reinschauen. Das abschließend zum Werbung-Blog, ihr wisst ja abschließend. Und ja, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das Video auch teilen. Ja, das war's, glaube ich, als was die wichtigen Infos angeht. Da drüben liegt noch eine Box. Ja, wir machen ein paar Tage Pause. Soll ja auch mal wieder zwischendurch ein anderes Programm kommen, aber die kommt auf jeden Fall noch. Jetzt sage ich tschüss, bis bald.